Regio Flink ist das neue und flexible Öffi-Shuttle vom Verkehrsverbund Tirol. Am 1. September startete das On-Demand-Service jetzt auch im Talkessel Reutte. Der Fußweg ist zu weit, der nächste Bus kommt erst in einer Weile. Diese Problematik kennt man gerade im ländlichen Raum gut. Der Regioflink soll diese räumlichen und zeitlichen Lücken im öffentlichen Personennahverkehrnetz schließen. Wir erleben gerade einen Quantensprung im Bereich öffentlicher Personennahverkehr. Wir werden auch heute den Regioflink vorstellen. Unsere Region ist die zweite in Tirol nach Wattens, die dieses Pilotprojekt jetzt umsetzen darf. Dafür möchte ich mich jetzt eingangs einmal ganz, ganz herzlich bedanken, auch beim Land Tirol für die Unterstützung, beziehungsweise beim VVD und bei meinen Bürgermeisterkollegen für den Glauben an die Sache. Ja, der Regio Flink ist ein flexibles Öffi-System, das uns hilft, den Talkessel von Reutte bestmöglich mit Verkehrsdienstleistungen zu erschließen. Das heißt, es ist extrem bequem. Man ruft einfach das Fahrzeug an oder bestellt das Fahrzeug mit einer App. Wartezeit 15, 20 Minuten in der Regel. Das Fahrzeug holt einen dann an definierten Haltepunkten ab und bringt einen dann ins Krankenhaus oder ins Zentrum von Reutte oder egal wohin. Es gibt über 400 Haltepunkte für dieses System. Wir haben sehr lange drum gekämpft. Heute ist es soweit, heute können wir es einführen und wir sind alle total happy. Ich bin jetzt mehrfach schon im Außerfern gewesen und ich kenne sie natürlich auch aus früherer Zeit. Ich weiß, dass eines der wichtigsten Themen im Außerfern der Verkehr ist. Ja. Und ich weiß auch, welche Belastung es hier gibt, sage ich jetzt einmal, für die Bevölkerung, auch allein des Transitverkehrs. Und ich bin ganz ehrlich, nach dem Transit über den Brenner ist das wohl die größte Herausforderung in Tirol, auch für diese Region, wie wir, sage ich jetzt einmal, Lösungen schaffen. Also das ist ein Meilenstein für den Reutener Talkessel. Da werden 15.000 Menschen, und das ist das halbe Außerfern, davon profitieren. Es geht darum, dass wir zwei Elektrofahrzeuge haben ab heute, die man auf Nachfrage, also quasi auf Bedarf, einfach anrufen kann bzw. über eine App buchen kann. Es gibt insgesamt in diesen 7 Gemeinden, die da beteiligt sind, 440 Haltepunkte und dort wird man dann abgeholt. Ganz ein niederschwelliges Angebot mit einem kleinen Fahrzeug, also 4 Plätze oder eben 7 Plätze, dazu noch mit Elektromobilität und das soll vor allem verhindern oder besser gesagt nicht verhindern, sondern es soll die Menschen in den öffentlichen Verkehr bringen. Und das kann man auch mit Dauerkarten nutzen, das heißt eigentlich keinen Euro mehr bezahlen, wenn man schon eine Karte hat. Ein Meilenstein für den Reutener Talkessel. Großer Dank an die 7 Gemeinden und auch an den VVD als Umsetzer. Die Betriebszeiten sind von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 21.30 Uhr, das heißt auch relativ lang in die Abendstunden rein, jetzt nicht gerade der Nachtverkehr, aber doch relativ ausgedehnt, dass man da wirklich sagt, man kann da auch gewisse Fahrten wirklich dort nutzen. Am Sonntag und an den Feiertagen ist es ein bisschen weniger, da sind es von 7.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Wir glauben, dass das ein super tolles Angebot ist. Du hast jetzt schon berichtet, die Zahlen in Watten sprechen für sich, dass wir das auch in Reutte heraus zusammenkriegen. Im Einsatz sein, so wie das Fahrzeug, wo es hinter uns steht, zwei E-Fahrzeuge, zwei komplett neue, die wir kriegen. Der eine steht hinter uns, der andere wird noch ausgeliefert. In Summe, hat es der René ja schon erwähnt, sind es 440 Haltepunkte, die wir jetzt in diesen 7 Gemeinden quasi angelegt haben. Im Schnitt sind das maximal 200 Meter von der Haustür quasi bis zu diesem Haltepunkt hin. Das heißt, damit sollte es eigentlich für jeden machbar sein, dass ich dort noch mit reinkomme. Vom Ticket her, das ist ganz normal in unserem VVD-Ticketangebot drinnen. Das heißt, es gelten alle Zeitkarten, Tickets, die wir haben, von der Wochen- über die Monatskarte, aber auch die Klimatickets. Das heißt, das sind die Klimatickets zum Vollpreis, das sind aber auch die Klimatickets, die es ermäßigt gibt für Senioren über 65, fürs unter 26-Jährige, für Schüler, für Lehrlinge, also alles, was wir da in diesem Portfolio drinnen haben, ist dort gültig mit drauf. Es ist ein Angebot, das im Gegensatz zu dem früheren System, das wir in Reutte gehabt haben, das gutscheinbasierte System, das war nur für Reutener Bürger da, die sich Gutscheine geholt haben, beziehungsweise für Gäste mit Gästekarten. Das System, das wir jetzt haben, ist wirklich für alle da, auch für einen Ehrwalder, der mit der Außerfernbahn nach Reutte fährt und dann weiter muss ins Krankenhaus. Es ist, wie gesagt, ein echtes öffentliches Personennahverkehrssystem, kostengünstig, flexibel für alle Menschen da, egal ob Einheimische oder Gäste. Und das ist, denke ich, für einen Bezirkshauptort schon ganz zentral, dass man sowas hat jetzt. Unsere Botschaft an die Bevölkerung,
dass man wirklich alternative Mobilität dort in Anspruch nimmt, wo sie benötigt wird. Denke da ans Bezirkskrankenhaus heute, ans Pflegeheim bei uns in Eyenbichl. Denke genauso an Veranstaltungszentren im Breitenwang oder in Höfen, im Flach des Ärztehaus bitte auch nicht vergessen. Und genau diese Punkte werden angefahren. Man soll ja die Bevölkerung animieren, dass sie keinen Parkplatz suchen müssen, sondern dort mit dem RegioFlink direkt vor Ort ein- und aussteigen können. Wir möchten die Autos dort auch positionieren, dass sie dann die Leute da sehen und sagen, aha, ich muss mich jetzt nicht ärgern, dass ich da ein- oder aussteigen muss. Wir machen das jetzt mit einem professionellen Unternehmen, der stellt die Fahrzeuge, das sind zwei E-Autos, das eine ist auch barrierefrei, also für Rollifahrer geeignet. Dieses Unternehmen bietet diesen Dienst auch in Wattens an, das heißt, die haben da schon sehr viele Erfahrungen gesammelt und löst jetzt letztendlich auch in Höfen und Wengle dieses Bürgertaxi, das Flexi-Shuttle ab, das durch die ganze Corona-Pandemie eigentlich mehr oder weniger implodiert ist. Jetzt haben wir ein System für alle 7 Talkessel-Gemeinden, das wir, wie gesagt, mit einem professionellen Unternehmen und zusammen mit dem Verkehrsverbund Tirol und dem Land Tirol jetzt an den Start bringen. Und ich denke, das ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung. Ja, am Ende des Tages geht es darum, dass es auch genutzt wird, dass möglichst viele Menschen auf dieses flexible System umsteigen. Es wird auch für jene, die früher mit den Gutscheinen gefahren sind, auch deutlich günstiger und der Aktionsradius ist deutlich erweitert. Natürlich geht es darum, die Menschen auch zum Umsteigen zu bringen, dass wir in Reute weniger motorisierten Individualverkehr haben als heute. Es ist ja in Reute tatsächlich so, dass die Menschen 200 Meter mit dem Auto zurücklegen, ohne wirklich darüber nachzudenken, ob das sehr sinnvoll ist. Heute haben wir die Alternative geschaffen und wir hoffen, dass sie auch genutzt wird. Vielleicht noch abschließend ganz kurz die Fahrzeiten. Von wann bis wann ist diese Mobilität in Betrieb? Also von 6.30 Uhr bis 21.30 Uhr, von Montag bis Freitag und von 7.30 Uhr bis 20.30 Uhr an den Wochenenden. Wir haben Barrierefreiheit, wir haben tolle Fahrzeuge, sie sind neu und für mich ist es echt ein Freudentag und ich hoffe, und das ist jetzt auch mein Appell für die Zukunft, geschätzte Bürgermeister, geschätzte Medienvertreter, wir müssen das bekannt machen. Ich appelliere hier an die Vereine, an die Seniorenverbände, damit hier auch entsprechend Werbung gemacht wird, auch über die Gemeinden und vor allem die, die sich schon gut auskennen mit solchen Projekten, vielleicht jene, die noch ein bisschen skeptisch sind mit dem öffentlichen Verkehr, dass man die auch entsprechend einschult. Ihnen das einmal präsentiert, einmal eine Mitfahrt zum Beispiel bucht für einen anderen. Das wäre mein Ziel, weil wir brauchen diesen kleinteiligen Verkehr, denn am Ende des Tages, jeder, der hier drin sitzt, ist ein Auto weniger auf den Straßen und das ist gerade im Bezirk Reute ganz, ganz wichtig. Also wir unterstützen das von Seiten des Landes natürlich entsprechend mit finanziellen Mitteln, weil es muss ja auch finanziert werden und ich bin auch ein Fan von diesen kleinteiligen Verkehren. Wie ich sage, es braucht nicht immer den 15-Meter-Bus, sondern es braucht solche Projekte wie eben dieses RegioFlink, wo gerade kleine Distanzen innerhalb von Gemeinden einfach, aber doch sehr effizient umgesetzt werden. Und ich denke, viele, viele Vorteile für alle. Und meine Bitte ist jetzt, dass sich das auch die Bürgerinnen und Bürger ansehen, dass sie es nutzen, probieren, weil davon lebt natürlich auch so ein Projekt, damit es auch umgesetzt wird im Sinne der Fahrgäste. Deswegen haben wir es auch gemacht, nämlich für die Menschen im Bezirk. Sie haben es heute natürlich auch angeschnitten, speziell jetzt viele Familien haben ja Zweitauto, Drittauto, dass gerade hier der Hebel angesetzt werden sollte. Genau, also in Tirol gibt es 112.000 Zweitautos und da ist mein Ziel, diese zu reduzieren, also freiwillig natürlich, damit die Menschen sagen, dieses Zweitauto, das ich eigentlich nur in der Früh oder am Abend brauche, darauf kann ich verzichten, ich spare bares Geld und damit natürlich rein in die öffentliche Mobilität, 100% emissionsfrei mit Elektroauto, da hat man am Abend noch ein gutes Gefühl. Ich freue mich, ich danke allen Bürgermeistern, auch dem Verkehrsverbund und bitte, bitte steigen Sie ein, das würde mich sehr freuen, nutzen Sie dieses Angebot im Sinne der Umwelt und auch im Sinne einer angenehmen Mobilität im Talkessel heute. Wichtig ist auch, dass die Bevölkerung weiß, wo diese Haltepunkte sind. Es gibt in den Gemeinden überall eine Karte, wo diese Haltepunkte eingezeichnet sind. Die kann man sich dort abholen. Und wir werden befristet jetzt bis 31.12.2023 für alle Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Reute VVT Jahrestickets
für 100 Euro anbieten. Das heißt, der Reutner, die Reutnerin zahlt 100 Euro und die Gemeinde zahlt sozusagen die Differenz auf den Gesamtbetrag. Das betrifft für alle begünstigten Personen das ganze Land Tirol. Die können dann für 100 Euro in ganz Tirol herumfahren, ein ganzes Jahr lang. Und für die nicht begünstigten gilt dann dieses Ticket für den Raum Reutte, natürlich auch im Regio Flink. Und für eine zweite Zone, entweder zwischen Thorn inklusive außer Fernbahn oder Lechtal, Dannheimertal. Und diese Tickets gibt's, oder Gutscheine für diese Tickets gibt es bei uns im Bürgerbüro. Und wir denken, dass wir mit diesem sehr, sehr günstigen Angebot möglichst viele Menschen zum Umsteigen bringen.